Das Puppentheater mehr kann als Tritra Trullala, das war ja schon klar. Aber die niederländische Theatertruppe Hotel Modern hat mit tausenden von fingergroßen Drahtpüppchen gleich das Grauen des Vernichtungslagers Auschwitz nachgebaut. Wie gesagt, als Puppentheater. Und jetzt arbeiten sie an einem Projekt, bei dem es unter anderem um Garnelen im Einkaufscenter geht. Wie so etwas zusammenpasst, das hat sich Kerstin Edinger auch gefragt und Hotel Modern in Rotterdam besucht. Heeft u voordeelpunten gespaard? Kom dan een kijkje nemen op de derde etage. Ob Shopping im Einkaufscenter oder Autoscooterfahren auf der Kirmes, nichts, was Garnelen nicht auch könnten. Der Kurzfilm Schneckenspuren zeigt, wie viel Menschliches in einer Garnele steckt. Die Schöpfer dieses Kleinods sind Hermann Helle, Pauline Kalker und Alain Hornweg. Zusammen sind sie die niederländische Theatergruppe Hotel Modern. Wir haben gesehen, dass sie sehr expressiv sind und auch ein bisschen menschlich, aber auch komisch. So, es wäre ein bisschen komisch und absurd, aber sehr, sehr. Und auch, dass sie gut können bewegen mit die kleinen Armchen und alles. Und die sehr große expressive Augen. In ihrem Rotterdamer Atelier tüfteln die drei Puppenspieler an einem neuen Theaterstück. Freud und Leid des menschlichen Lebens, dargestellt anhand von getrockneten Garnelen. Auch eine Beerdigungsszene ist dabei. Hermann Helle kreiert die verrückten Bühnenbilder. Akribisch und doch gewollt unperfekt. Die Fantasie der Zuschauer ein bisschen mitnehmen. Wenn das alles zu gut gemacht wird, dann wird es nur, oh, das ist schön gemacht. Das muss auch Dingen sehr hässlich sein. Und die Kombination ist wichtig. Für ihre Theaterstücke bauen sie eine Miniaturwelt auf. Anstelle von Schauspielern bewegen sie kleine Figuren hin und her. Das filmen sie mit Fingerkameras und projizieren die Inszenierung auf eine Leinwand. So entsteht eine Verfremdung. Das Seelenleben der Figuren tritt zurück. Es erscheint die allgemeine Struktur, die hinter den Dingen steckt. So wagen sie sich auch an ernste Themen heran. Oft sind es Ereignisse, die sie persönlich berühren, wie das Attentat vom 11. September. Mit ihren Filmen und Theaterstücken wollen sie nicht schockieren, sondern Mitgefühl erzeugen. Leichter als mit Schauspielern auf einer Bühne können sie in ihrer Miniaturwelt Perspektiven schnell wechseln und ungewohnte Blickwinkel zeigen. Wir können das mit unseren Miniaturobjekten, können wir eine ganze Stadt darstellen und eine ganze Welt oder ein ganzer Krieg können wir darstellen. Das ist, was uns auch interessiert. In ihrem Bühnenstück Kamp stellen sie mit 3000 Püppchen das Vernichtungslager Auschwitz nach. Dokumentarisch genau. Auch dieses Thema ein sehr persönliches. Denn Pauline Kalkers Großvater wurde in Auschwitz ermordet. Mein Großvater hatte keine Beerdigung gehabt. Weil es so für mich, das so zu machen damit, gibt mich auch ein bisschen positiv Gefühl, dass in einer symbolischen Art ich und auch mein Vater und seine Familie dabei sein konnte. Sie ersparen ihrem Publikum keine Grausamkeit, wahren aber immer die Würde der Opfer. Sie zeigen die Systematik, die hinter dem Wahnsinn steckte. Mit ihrer Fingerkamera wechseln sie ständig zwischen den Perspektiven von Opfern und Tätern. Wir zeigen tausends auf Personen, aber wir gehen auch in einer, weil wir mit der Kamera durch die Augen gehen. Und dann sind wir sehr, sehr in der Nähe von jemand und sehr, wirklich in seinen Kopf. Mit ihrem Stück Kamp haben Hotel Modern das Theaterpublikum in ganz Europa erschüttert und begeistert.
Durch ihre Puppen bekommen wir selbst den kindlichen und naiven Blick, der uns Dinge sehen lässt, die durch unsere Erwachsenenbrille schon längst nicht mehr sichtbar waren. Hotel Modern zeigen ihr Auschwitz-Stück Kamp beim Festival Politik im Freien Theater in Köln. Und was es sonst noch an Wissens- und Wagenswertem gibt, zeigen Ihnen jetzt unsere Foyer-Tipps und News.